Digga, wir schauen uns heute 15 seltsame Dinge an, die mit Überwachungskameras aufgenommen worden sind. Wenn es gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 200 Likes heute. Hi. Von seltsamen Fails und lächerlichen Zufällen bis hin zu Momenten aus der Welt der Magie. In unserem heutigen... War das gerade Dobby, der im Real Life rumgelaufen ist? ...im Video haben wir die besten und lustigsten Aufnahmen, die von Überwachungskameras aufgezeichnet werden konnten. Los geht's. Check Brain Time ab. Läuft jemand? Der Typ dahinter hat unglaubliches Glück, dass er es gewohnt ist, Abstand zu halten. Nein! Da ist ein Loch in der Straße durchgebrochen. Geht das? Alter Schwede! Stell mal vor, du fährst mit deinem Ferrari und auf... Okay, wir alle haben keinen Ferrari, sind wir mal ehrlich. Ist, ja. Gut, wir gucken weiter. So. Oh, es wird alles runterfliegen, oder? Ah, ich ahne nichts Gutes. Ja. Bap, bap. Und alles. Domino-Effekt. Geil. Boah, stell dir mal vor, das wären alles Designer-Vasen gewesen, Junge. Der hat sich gefreut. So, was geht, Bre? Was ist das denn? Was ist das denn? Was war das? Alter, würde ich mich einkacken. Wer ist das? Wer ist das? Wieso ist das eine Oma, die in der... Hä? Dieses Kind... Ich bin... Hä? Da war eine Oma, die auf den Typen zurennt? Ich... Digga, ich check... Das war das seltsamste Video, was ich gesehen habe in einer langen Zeit. Ich weiß jetzt schon, was es werden will. Ja, moin, Rainer! Und direkt zur Adoption freigeben. Ja. Es wird ein Prankster sein. Rainer! Alles, was du brauchst, um ein Social-Media-Star zu werden, sind ein paar Packungen Wasser und die von der Natur geschenkte Anmut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, man hat schon gewusst, es wird schief gehen, nachdem diese Hose so halbwegs über den Arsch runterhängt, man die Unterhose und die Arschritze leicht sieht. Dann weißt du, es kann nur schief gehen, wenn ein Mensch so rumläuft. Guck. Ja. Strong. Hä? Wer wrestelt mit seinem Kühlschrank? Bruder, das kostet viel Geld. Hast du zu viel Geld oder was? Mülltonne. Das Einzige, was schlimmer ist als solch eine Situation mit einem Mülleimer in der Nähe des Hauses, ist so etwas. Da ist die Mülltonne mit reingeflogen. Ich wollte gerade sagen, da sind Raccoons drinnen. Wie heißen die auf Deutsch nochmal? Raccoons. Oh, wie heißen die? Ich weiß den deutschen Namen gerade nicht, weil ich finde die so süß. Voll viele Menschen haben ja Angst vor denen, weil die wie so auch fünf Finger so haben. So. Aber ich finde die voll süß. Also ich hätte richtig gern eins als Haustier. Was? Sie dachte, es wäre ihr Freund, glaube ich. Okay, sie war überrascht, dass der Postbote kam. Hat sich voll erschrocken. So, was passiert hier? Bro. In diesem Haus wächst ein zukünftiger Monster-Truck, wenn sie da heran. Was? Was? Yo, er ist der Coolste! Digga, ich muss das nochmal sehen. Das muss... In diesem Haus wächst. Ja, so sorry, Mom. Hey, Mann, ich hab grad die Chick. Ich hab grad Isabella hab ich nach Hause gebracht. Muss ganz kurz, muss weiterfahren. Muss noch Jasmin abholen, Alter. Ein zukünftiger Monster-Truck-Rennsieger heran. Geil. Geil. Oha. Oha. Die Katze denkt sich so, normalerweise passiert das nicht. Digga, geil. Oh nein, er wird ins Wasser fliegen. Oh nein. Oh, stimmt, die können ja nicht schwimmen, ne? Manche Möpse und so.
was bleibt dir da noch übrig? Lass uns für eine Sekunde ablenken und dieser Frau Respekt zollen, die ohne zu zögern in einen eiskalten Pool gesprungen ist, um ihren Hund zu retten. Hätte ich auch direkt gemacht. Hätte ich auch direkt gemacht, ohne nachzudenken. Natürlich, Alter, wenn dein Doggo da reinspringt und nicht mehr rauskommt. Es ist ja wirklich manche Hunderassen, also ich glaube französische Bulldoggen und allgemein Bulldoggen, die können nicht schwimmen. Ich weiß nicht, ob man es dem beibringen kann, aber ich weiß, dass die von Grund aus untergehen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich habe das schon mal gehört. Da musst du reinspringen, wenn das passiert. Lady Luck parkte heute definitiv in dieser Straße. Wow. Nichts ist passiert? Gar nichts? Wow, das ist krass. Das ist krass. Digga, wie stark ist dem dein Hund? Junge, was macht der? Der pumpt, Alter, der Testosteron rein da. Wir alle sind manchmal dieser Typ, wenn wir versuchen, etwas Gutes zu tun. Was macht er denn? Müll wegwerfen, oder was? Oh nein. Ah. Er wollte die Nase in den Schneemann reinstecken. Ich stell mir da gerade so vor, wie dieses kleine Kind so am Fenster sagt, guck mal, Mama, schau mal, der will den Schneemann... Noch einmal ist der Kopf ab. Digga, dann heult er so. Digga, guck mal. Digga, einfach kaputt gemacht. Es ist an der Zeit, sich einzugestehen, dass nicht jeder für die virtuelle Realität bereit ist. Wenn du solche Videos siehst, weißt du, es kann nur schief gehen. Die schlägt den Fernseher kaputt oder fliegt hin. Ja, beides. Sehr gut. Sehr gut. Beides gleichzeitig. Noch besser. War das eine Maus? It's a mouse. It's a mouse. Er klettert. Okay, ich kann nicht verstehen, wie manche Menschen so krass Angst vor Mäusen haben können. Mein bester Kumpel hat auch, das, wo er am meisten vor Angst hat, sind Mäuse. Und ich denke mir so, wieso? Also ich check das gar nicht. Okay, hier haben wir eine Frau und anscheinend, so wie heißen die Stingrays, wie heißen die auf Deutsch? Ich weiß immer nur die englischen Namen. So ein Rochen oder sowas, Stachelrochen oder so. Und der hat anscheinend... Sass. Ja, kann man irgendwie ein Stachelrochen werden? Ich bin auch ein Stachelrochen. I say honey bun. Ah, dem Getränk für die. Geil. Geil, Digga. Die haben Getränke rausgestellt. Etwas bestellen. Das ist cool, für die Lieferanten quasi. An heißen Tagen und so. Stark, Digga. Ripstuhl. Digga. Lol. Dieser Angler musste dringend auf die Toilette. Zum Glück hatte er einen wahren Freund dabei. So, einer muss aufs Klo. Was macht der Hund? Was ist das? Was ist das? Ein Fisch oder was? Ach, der angelt. Sag mir jetzt nicht, dass der... Ach, der hat gecheckt, dass da was angebissen hat. Sag mir jetzt nicht, dass der... Nein. Nein, das ist das niemals, niemals echt. Wenn der jetzt den Fisch rauszieht, ist das niemals echt. Dicker, was? Was? Hoffentlich bekommt diesen Fang sein Freund. Was ist das für ein intelligenter Hund? Das habe ich noch nie gesehen. Das hat mich gerade schockiert. Das ist ein Feini. Hunde einfach beste. Hat es wirklich verdient? Was? Wow. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht wieder so ein Erdbodenvideo. Ja, Alter. Zumindest hat er sofort versucht, alles in Ordnung zu bringen. Lol. So, die zwei. Oh, wie stark ist er denn? Tja. WTF.
moin, in die Windschutzscheibe rein. Das schmeckt. Der wohl teuerste Sonnenschirm, den du je gesehen hast. Boah, Digga, ich würde mir nie wieder in meinem Leben einen Sonnenschirm kaufen, ne? Alter, da zahlst du ein paar tausend Euro für die Scheibe jetzt, ey, super. Manchmal kann eine Überwachungskamera den gruseligsten Horrorfilm filmen. Mach Gritty. Ja, strong, Digga, weil du kein Gritty gemacht hast. Hättest du Gritty gemacht, wäre gut gewesen. Seht ihr? Süß. Stell dir nur vor, wie sich die Handlung ändern würde, wenn es eine Schlange gewesen wäre. Süß, Alter. Aber wollten die den fangen oder was war die Mission, Alter? Das habe ich nicht ganz verstanden. Oder wollten die Äpfel einfach runterschütteln? Weiß ich nicht. Ey, war ein gutes Video. Hat Spaß gemacht anzuschauen. Checkt Braintime ab. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ihr Stinker. Peace, Dad.